Das ist wieder Polizei. Ey, der geht hier auch nicht weg. Wisst ihr was, ich scheiß drauf und steig einfach ein. Scheiß drauf, komm. Ich nichts dabei? Ich bin keine Hacke. Schnell weg. Hat er nicht gesehen, ne? Ich brauche unter Batterie, bis ich kaufe. Oh mein Gott, ey. Das heißt, es ist aber schnell und hurtig, ne? Habt ihr gesehen? So macht man das. Ein bisschen für Ablenkung gesorgt, der andere Typ. Ja, und ich bin schon wieder weg vom Fenster. So macht man das. Habe ich eine Weste dabei? Westen brauche ich auch. Ich brauche eine Weste, brauche ich wieder. Das ist ganz wichtig, dass man Westen kauft. Und? Das ist ein Kopf, ne? Natürlich ist das ein Kopf. Ach du Scheiße, nein. Scheiße. Ich dachte einfach so, das hätte ich nicht gesehen. Das hinter mir, was du bist denn jetzt? Ach, warte ich halt an. Scheiße. Scheiße. Ich wollte doch nur die Drisse kaufen. Oh nee, der war zu schnell. Soll ich jetzt warten, bis da eine zweite Einheit kommt, oder soll ich einfach wegfahren? Ich mach normale Kontrolle, warte mal. Hallo! Hallo! Was machst du denn schon wieder? Ja, was machen Sachen? Was machen Sachen? Wieso sitzen 30er in einem Auto? Ich muss einkaufen fahren. Darfst du Auto fahren? Ich muss einkaufen. Ich habe einen Führerschein, pass mal auf, warte. Bitteschön. Ich muss einkaufen fahren. Ich muss zum Walmart vorne hin und da kommst du nur über die Autobahn hin, sonst kommst du ja nicht hin. Aber der Führerschein von Düsseldorf zählt nicht. Was? Der von Düsseldorf? Den habe ich in Düsseldorf gemacht. Nee, Düsseldorf. Den habe ich in Düsseldorf gemacht. Bitte mach du das. Ich muss zum Walmart, ich muss einkaufen. Das ist gleich um die Ecke, wenn man da noch hinfahren können, wäre cool. Du darfst eigentlich gar nicht Auto fahren, Karl-Heinz. Ja doch, zum Walmart und dann wieder zurück. Hat der gesagt? Ja, hat der Chief gesagt, dass ich darf. Weil wenn Walmart brauche ich meine Schulsachen. Die muss ich kaufen. Jetzt nach den Ferien brauche ich wieder Bleistifte, Radiergummis, Radiergummis mit Radierkiller für Tintenkillern und Killer-Tinten für Kindenkicker. Wenn ich jetzt den Chief sage, du flunkerst mich nicht an. Ich flunker nicht, ne. Er hat gesagt, ich darf zum Walmart fahren. Chief One für den Kinn 64. Scheiße. Der Chief ist da. Warte mal. Und so, was machen Sachen? Wie ist der Tag so? Ja, ganz gut. Und deiner? Ja, auch. Haben Sie den Karl-Heinz erlaubt, dass er mit einem 1069 zum Walmart fährt? Der kleine Karl-Heinz sagt, dass Sie ihm erlaubt haben, mit einem Auto zu fahren zum Walmart. Gute Frage. Karl-Heinz, wieso flunkerst du mich an? Ich hab nicht geflunkert. Also wenn er flunkert, dann muss es der sein, der da antwortet. Also er flunkert. Okay. Wann hat er denn dir das gesagt, dass du hinfahren darfst? Vor einem Monat circa. Vor einem Monat? Ja, schon länger. Er hat gesagt, ich darf nur mit dem fahren. Nur mit dem Mercedes? Ja, nur mit Mercedes, so Ausnahmeregelung, dass ich damit zum Walmart fahren darf, damit ich mir Bleistifte und Radiergummis kaufen kann. Und das fällt dir heute ein, wenn es dir vor einem Monat erteilt hat? Ja, nee, ich brauche halt jetzt, weil es bald Ferien vorbei ist, dann brauche ich wieder Radiergummis. Okay. Hast du denn irgendwie einen Zettel bekommen von dem Chief? Mal gucken, warte mal. Gute Frage. Nee, der ist jetzt noch drin.
kannst aber nicht einen 13-jährigen Sozialstunden machen lassen. Ich hab's gefunden. Mhm. Mike kann mal zeigen. Mhm. Ich hab grad ein Dokument gemacht. Es hat auch der Chief Höchstbeste unterschrieben. Und Karl, wieso steht da dein Name dran? Ja, ich muss ja auch unterschreiben. Ich hab ja auch unterschreiben müssen. Achso, aber wo ist denn die Unterschrift vom Chief? Ja, der hat gesagt, nur ich muss unterschreiben, das reicht schon. Komm mal, steig mal kurz aus, Karl-Heinz. Okay. Aber wie sieht's aus wegen Sozialstundus? Nee. Wir machen dann Sozialstundus, oder wie machen wir das dann? Weil der Chief hat mir versprochen, ich darf bis zum Walmart und dann wieder zurück. Okay, das klären wir dann gleich. Ja, warum sagt der Chief dann so, hat mich angelogen? Das weiß ich nicht. Ist das Papier nicht den Druck wert, der da drauf ist, oder ist das jetzt nur Klopapier? Das ist eigentlich den Druck wert, dass da drauf ist, nee. Das Problem ist, es ist so ein Radiergummi-Angebot und wenn ich da jetzt nicht bald hinfahre, sind die weg. Ich brauche noch vor der Schule Radiergummis. Bevor sie anfängt, weil sonst kann ich meine Bleistift nicht ausradieren. Ich habe zwar einen Bleistift, wo ein Radiergummi drauf ist, aber den Radiergummi kriege ich nicht mehr ab, weil den habe ich abgebissen und jetzt ist nur noch außen drumherum das Metall um den Radiergummi und der Radiergummi ist innen drin im Metall, das heißt, ich habe den abgekaut. Oh, das ist aber schade. Guck mal, wir machen einen Deal, Karl-Heinz. Du steigst auch nicht und ich kaufe dir zwei Radiergummis. Wie zwei Radiergummis? Ja, aber dann fahren wir gemeinsam da vorne hin, oder wie? Ja, wenn du ausgestiegen bist. Aber wir können steig doch ein, wir fahren zusammen hin, komm, steig bei mir ein, ich mach mal auf. Komm, warte. Nein, alles gut. Ist offen, komm, wir fahren zusammen. Alles gut. Warum nicht? Komm mal kurz raus. Ja, wir können auch zusammen auch fahren. Ja, du kannst jetzt auch mal kurz aufsteigen, bitte, komm. Aber du versprichst mir, wir fahren dann zusammen Radiergummi kaufen. Versprochen. Aber du musst mir versprechen, wir fahren dann zusammen. Also wir fahren zusammen. Ich darf fahren? Nee, du darfst nicht fahren. Warum darf ich nicht fahren? Ich hab gedacht, wir fahren jetzt vorne rüber. Weil du nicht Auto fahren darfst, Karl-Heinz. Du bist erst 13. Ja, aber warum sagt denn der Chief, ich darf dort hinfahren und wir ja nicht? Ja, ich glaube, der Chief hat das nicht gesagt. Ich glaube, du flunkerst ein bisschen. Ich hab nicht geflunkert. Der Chief hat mir das versprochen, dass ich da fahren darf. Davon weiß der Chief aber nichts. Kann ich den jetzt mal anrufen und selber fragen? Ich glaube ihn gerade nicht. Bitte? Ich rufe den an. Haben Sie die Nummer von dem? Oder nicht? Oder können Sie den herbringen? Ich glaube dem das nämlich nicht. Er hat ja gesagt, ich darf. Der Chief ist da. Der hat gesagt, du darfst hier Auto fahren. Was auch ja, so aber ist. Wo ist denn der Chief? Vielleicht flunkern Sie mich ja gerade an. Nee, ich flunkere dich nicht an. Aber vielleicht doch so ein kleiner Flunker. Der so rüber Flunker. Vielleicht flunkert der ein bisschen rüber, man weiß ja nie. Warte mal kurz, ich bin mal gleich wieder da, ja? Nicht weglaufen. Okay. Nee, ich warte. Ich rufe den selber den Chief an. Chief on Status? Stell dir sich da vorne hin. Nein. Gleich ist er da. Okay. Jetzt kann ich dich wegfahren. Was war ich denn jetzt? Jetzt kann ich aber nicht wegfahren. Ich könnte nur mit dem Rückwärtsgang einmal nach hinten ausscheren und dann. Da kommt er. Dann zeige ich ihm mein Papier, was draufsteht. Mhm, und zeig's ihm, naja. Bin ich mal gespannt, was er dazu sagt. Die waren so jetzt wirklich so. Nein, das kann mich da nicht weg. Schau mal, was da Cops sind, Alter, wegen mir. Ich frag deine Gültigkeit. Wagen ist der Tankstellenangebot, nicht zum Walmart. Jetzt ist er da, der Herr Chief. Ja, Transform. Jetzt kann ich abholen, jetzt ist er weg von vorne. Nee.
Karl 1, du bleibst stehen. Mach den Motor aus. Oh nee. Ja. Ja, das ist weg. Das muss weg. Ich hab kein Führerschein. Ich habe jemanden außersehen angestupst mit dem Auto, aber ganz langsam. Aber auch wieder dieses Timing perfekt getroffen, ne? Okay, wir müssen wieder statt einwärts, Leute, wir müssen statt einwärts. Huch. We need to go statt einwärts. Wenn sich das ausgeht, ist die Frage aller Fragen. Ich glaube nämlich nicht. Weg links ab, Jungs. Oh nein. Bei ist verunfallt. Also heute, glaube ich, fahre ich richtigen Scheiß zusammen. Ich spüre es jetzt schon, dass ich Kacke fahre. Bist du mit dem Wagen Richtung Autobahn und runter Richtung Stadt einwärts? Dann probier mein Skill irgendwie auszupacken. Ich habe nämlich keinen Nest dabei. Oh nee. Scheiße. Was ist denn so langsam der Wagen? Doch eigentlich sei 300. Bitte machen die nicht zu vorne. Oh ja, verunfallt, das verunfallt, ja! Also nicht, dass ich mich freuen sollte oder so, aber... Ich freue mich tatsächlich sehr. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ui. Oh, was hatte ich gerade für Luck, dass der verunfallt ist hinter mir, die Highspeed. Ah, guck mal, wer da ist. Unser Freund hat helfen. Hallo? Dann fahr ich mal weg. Hätte ja funktionieren können. hätte ja funktionieren können, oder? Also eine Scheiße, ey. Oh mein Gott. So, bremsen. Oh, das war ganz schön blutig da drüber. Ja moin, das ist Alter, diese NPCs, die fahren aber... Oh, was ist denn da passiert? Was ist denn da passiert, Herr Officer? Das ist der Sound of a Spende. Das ist der Sound of a Spende. This is how you do it. This is
how you do it. Und so führt man einen Polizisten komplett vor, der gerade auf dem Motorrad hingefallen ist. Genauso nicht anders, Jungs und Mädels. Oh mein Gott, Alter, was bin ich denn heute? Also ich fahre heute echt einen Scheiß zusammen. Aber kommt trotzdem weg, weil der Motorrad kommt einfach auf die Fresse geflogen ist und ich mich in einem Busch verstecken konnte.